Die Rezessionssignale werden stärker. Gestern alle Einkaufsmanager-Indizes für die Industrie aus allen großen Wirtschaftsräumen, egal ob Asien, ob Europa, ob USA, alle sind sie unter den Erwartungen ausgefallen. Die Zinspolitik der Notenbanken scheint also so langsam aber sicher ihre Wirkung zu zeigen. Und das machen die Aktienmärkte daraus? Sie ignorieren es einfach, sie steigen einfach weiter. Natürlich KI, die KI-Euphorie und die großen Tech-Aktien aus den USA, hier die Treiber dahinter. Wie lange kann diese Party noch weitergehen? Wir schauen es uns gemeinsam in diesem Video an. Aber zuvor abonniere unbedingt noch diesen Kanal hier, wenn du es noch nicht getan hast, damit du auch in Zukunft kein Video mehr verpasst. Werfen wir zunächst einen Blick auf die letzte Woche und da sehen wir doch ein relativ gelbes Bild. Nur die Charttechnik bei den US-Märkten, die war noch stark intakt und grün, weil wir eben hier bei den US-Märkten weiterhin einen intakten Aufwärtstrend sehen. Werfen wir dann sofort einen Blick auf die neue Woche. Wir sehen ein deutlich grüneres Bild, also das Sentiment in den US hat sich deutlich aufgehellt. Und da sieht man, was eine positive Woche an den Märkten doch schon wieder bewirken kann. Die Charts auch in Amerika weiterhin ganz klar signalisieren weiterhin bullische Märkte, während in Deutschland alles im Alten ist und der DAX hier in seiner Sideways-Range bleibt und somit wir ein sehr gelbes Bild haben. Aber damit springen auch die Ampeln in den USA insgesamt wieder auf grün. Blicken wir aufs wirtschaftliche Umfeld, das ist überall gelb. Es gab ja hier gestern Einkaufsmanager-Indizes aus allen großen internationalen Volkswirtschaften, Deutschland, Eurozone, aber auch aus den USA, die sind zwar für die Industrie und die sind allesamt schlechter ausgefallen als erwartet, sind alle im rezessiven Bereich. Wir sehen hier also eine Eintrübung des wirtschaftlichen Umfeldes global gesehen und nur der Dienstleistungssektor ist es, der momentan die Märkte noch oben hält und auch die Wirtschaft am Laufen hält. Aber wir sehen hier ganz kleine Eintrübung, deswegen hier eben weiterhin das gelbe Bild im wirtschaftlichen Umfeld. Bei der Charttechnik, die schauen wir ja gerade noch etwas genauer an. Der DAX, wie schon gesagt, gelb, die US-Märkte hier ganz klar die Ampeln auf grün. Beim DAX, wir sehen es hier ganz eindeutig, wir sind weiter in unserer bekannten Sideways-Range, 15.700 auf der Unterseite, 16.300 auf der Oberseite und da sind wir weiterhin drin gefangen. Und solange das der Fall ist, kann man im DAX nichts falsch machen. Wir verpassen nichts nach oben, aber es passiert momentan auch wenig nach unten. Also ein ganz flauer Sommerhandel hier im deutschen Aktienmarkt. Im US-Index, beim S&P 500 sieht die ganze Sache schon anders aus. Hier wirklich steht das Ganze unter Volldampf. Wir haben es gesehen, erst diese kleine Konsolidierung, die noch nicht mal bis an die Unterstützung bei 4.300 zurückgelaufen ist, schon vorher wieder gedreht hat und dann wirklich wieder mit Dampf nach oben, gestern sogar ein neues neues Jahreshoch im S&P 500. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir diesen nächsten Widerstand bei 4.500 Punkten anlaufen, die ist doch sehr, sehr groß. Der nächste Widerstand wäre dann bei ca. 4.600 Punkten und sind wir ehrlich, wenn wir diese 4.500 Punkte erreichen und auch nach oben durchbrechen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir auch die 4.600 relativ schnell sehen, doch sehr, sehr groß, denn Widerstände haben ja zuletzt eigentlich nur eine untergeordnete Rolle an den US-Märkten gespielt, aufgrund der ganzen KI-Euphorie. Im Nasdaq 100 sieht das Bild sehr ähnlich aus, auch hier nur eine kleine Konsolidierung, die nicht mal zurückgelaufen ist, bis an die Unterstützung bei 14.300 Punkte, viel schneller wieder gedreht und wieder rangelaufen an den Widerstand bei 15.200 und auch hier gleiches Bild. Sollte es hier zu einem Ausbruch über die 15.200 nachhaltig kommen, dann ist auch das Anlaufen von 16.000 Punkten als nächsten größeren Widerstand relativ wahrscheinlich, dass wir das auch recht schnell erreichen werden. Trotzdem auch hier beim Nasdaq 100, wir sehen den 200-Tage-GD bei gerade mal knapp 12.400 Punkten. Das sind über 20% Abstand. Das war ein Index einfach extrem, extrem viel. Und mit jedem starken Tag, jedem Tag, den es länger dauert, wird einfach die Wahrscheinlichkeit für einen Rückschlag, für eine Korrektur doch größer. Zumal wir heute in den USA ja eben keinen Handel haben. Also hier ist Independence Day und da wird erst morgen wieder gehandelt. Schauen wir zum Beispiel auf das Sentiment. In Deutschland alles weiterhin sehr neutral, auch von der gesamten Stimmung her. Die Zahl des neutralen Lagers ist hier doch mit am größten. Anders in den USA, hier ist die Zahl derer, die wieder ins neutrale Lager zurückgewandert sind und das bärische Lager verlassen haben, schon innerhalb der letzten Woche wieder deutlich angewachsen, also wieder weitaus weniger Pessimisten in den USA unterwegs. Und kurzfristig schauen wir eben hier auf den Fear and Greed Index. Wir sind weiter im Extreme Greed Bereich. Put and Call Options, wir sind auf einem absoluten Tief, also der Absicherungsbedarf bei den US-Anlegern ist extrem gering
Und die ja, Selbstgefälligkeit, die Zufriedenheit ist doch sehr, sehr hoch. Man sieht es auch in der Volatilität, die einfach auf extrem niedrigem Niveau ist, wirklich in der Nähe des Jahrestiefs. Und das war zuletzt im Herbst 2021, vor Beginn der großen Korrektur im letzten Jahr, dass die Volatilität so niedrig war, wie sie heute ist. Dieses spricht natürlich genau zu dem, oder unterstützt das, was ich gerade gesagt habe, dass kurzfristig einfach jeder starke Tag oder mit jedem starken Tag die Wahrscheinlichkeit für eine Korrektur größer wird, weil einfach das Gummiband doch sehr, sehr weit nach oben gedehnt ist. Also gesamt in Deutschland alles im gelben Bereich, wobei wir eben hier auch sehen, die Wirtschaft trübt sich weiter ein. Wir sehen auch erste Bremsspuren jetzt auf dem Arbeitsmarkt. Also da müssen wir wirklich abwarten. Und ich schätze mal, dass im DAX das Aufwärtsrisiko geringer ist als das Abwärtsrisiko. Also hier wahrscheinlich eher, dass wir Richtung Herbst mit einer Korrektur rechnen dürfen und müssen, als dass sie uns hier nach oben etwas davonläuft. In den USA sieht die Wirtschaft noch besser aus, denn hier ist der Dienstleistungssektor nach wie vor extrem stark, der Arbeitsmarkt extrem angespannt. Wir sehen auch noch so gut wie keine Bremsspuren am Arbeitsmarkt in den USA. Hier bleibt also alles nach wie vor im grünen Bereich und da bleibt es abzuwarten, was Richtung Herbst passiert. Wenn eben dann zum Beispiel die Studienkredite wieder zurückbezahlt werden müssen, was den Verbraucher natürlich aufs Portemonnaie schlägt oder vielen dort und wie dann sich der Konsum entwickelt in den USA und ob es da nicht auch dort entsprechend zu Bremsspuren kommt. Aber momentan, ganz klar, liegen die USA im Vorteil. Die Märkte sind also weiterhin in Sommerlaune, in Sommerstimmung. Die Charts zeigen nach oben. Die Stimmung dank KI weiterhin euphorisch. Und somit ist keinerlei Schwäche in den Aktienmärkten zu sehen. Gleichzeitig sind aber die Wirtschaftsindikatoren, die wir sehen, auch in den USA, die nach unten zeigen und eine wirtschaftliche Abkühlung erwarten lassen. Das Risiko, also nach oben etwas zu verpassen, ist momentan deutlich geringer als das Risiko, dass doch mal eine Korrektur kommt. Natürlich wird sie wie immer kommen, wenn die wenigsten damit rechnen. Ich für meinen Teil bin weiterhin auf der Verkäuferseite unterwegs. Also wenn ich noch gute Preise für meine Aktien bekomme, dann werde ich sie eher verkaufen, Stück für Stück und Cash aufbauen. Neue Engagements stelle ich momentan komplett zurück, denn ich bin mir sehr, sehr sicher, wir werden die Aktien alle nochmal zu einem deutlich günstigeren Preis sehen, als wir sie heute haben. Dann möchte ich noch etwas ganz Neues und Spezielles hinweisen. Ich arbeite gerade an einem kostenlosen Newsletter. Auch mein erstes Buch wird in Kürze herauskommen. Sei gespannt, bleib dem Kanal treu und dann erfährst du als Erster, wann es soweit ist. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute an der Börse und wir sehen uns bald wieder. Dein Christian.